der Nähe von Braunschweig werden nach einem Verfahren vor einem alliierten Militärgerichtshof die Todesurteile an 6 Deutschen vollzogen. 5 von ihnen waren der Spionage überführt worden. Im April hatten sie sich in die amerikanischen Linien geschlichen. 4 in Zivilkleidern, einer in amerikanischer Uniform. In einer Sandgrube unter der heißen Sommersonne wird das Urteil gemäß dem Kriegsrecht vollstreckt. Der 6. Mann, Hauptmann Kurt Bruns aus Bad Kissingen. Er hatte den Befehl gegeben zur Erschießung von 2 amerikanischen Kriegsgefangenen. Nördlich von Manila, Hauptstadt von Luzon, liegt der große Ipo-Staudamm, der nicht nur die Kraftanlagen treibt, sondern auch Manila mit einem Drittel des Wasserbedarfs versorgt. Die Japaner hatten den Befehl, auf ihrem Rückzug den Damm zu sprengen. Aber sie sahen die Hoffnungslosigkeit ihres Kampfes ein und ergaben sich. Einer nach dem anderen kommt aus einem Schlupfwinkel. Sie werden nach Waffen durchsucht und in Gefangenenlager geführt. Indessen geht, nördlich von Luzon, der Kampf um den strategisch wichtigen Inselstützpunkt Okinawa seinem Ende zu. Ein amerikanischer Panzer ist auf eine japanische Landmine gestoßen. Er hat sich überschlagen und ist in Brand geraten. 4 Mann liegen hilflos im Panzer. Ein 5. durch die Explosion aus dem Fahrzeug herausgeschleudert, taumelt den Marinetruppen entgegen, die ihre Kameraden aus dem Feuer zu retten versuchen. Aber die Flammen erreichen die Munition. Und alle Hoffnung auf Rettung ist vorbei. Auf demselben Frontabschnitt greifen flammenwerfende Panzer einen befestigten japanischen Unterstand an. Eine Stellung nach der anderen muss ausgeräuchert werden. Okinawa ist erobert worden. Der Kampf forderte einen hohen Preis. Aber der Besitz der Insel ist unerlässlich für den großen, entscheidenden Schlag gegen Japan.